Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite an euch alle. Schön, mal wieder live wirklich unterwegs zu sein. Der Anzug passte heute auch noch nach anderthalb Jahren. Das war auch schon mal gut zu sehen. Von daher eine Ehre, heute mal wieder einen Vortrag für euch hier zu gestalten. Spannendes Thema, kurz zu meiner Person, und dann soll es auch schon mit der Werbung sein. Ich habe die ganz hinten dran gestellt, da kann ich noch mal ein paar Takte zu SQLi sagen. Ich möchte aber hier einfach den Fokus auf die Datenqualität setzen. Das Thema ist es ja heute. Person, 51 Jahre alt, über 20 Jahre in diesen Themen unterwegs. Also ich kenne auch noch das Print Database Publishing, wie man mal Print früher nannte. Die ersten Versuche, was elektronisch zu produzieren, printtechnisch, bis zum heutigen Tage. Eine große Veränderung, viele tolle Dinge, die da in den letzten Jahren passiert sind. Und ja, ich werde Sie heute ein bisschen begleiten. Das ist ein relativ persönlicher Vortrag, sage ich Ihnen gleich mal noch ein bisschen was zu. Von daher eine ganz interessante Geschichte, die so ein bisschen auch mit meinen Aktivitäten und Hobbys zu tun haben. Grund ist hier der Kollege Horst Huber, der irgendwann auf LinkedIn mal diesen Satz da oben reingepostet hat, wo er geschrieben hat, Datenqualität sind die Bergsteigerschuhe im PIM-Schuhschrank. Das war kurz nach meinem Urlaub am Achensee. Wirklich wandern und ein bisschen klettern. Von daher, dieses Foto da im Hintergrund ist meine 8-jährige Tochter, die da in der Wand steht und versucht nach oben zu steigen, natürlich mit guter Ausrüstung. Und das wird sich so ein bisschen jetzt so als roter Faden auch in diesem Vortrag durchziehen, weil ich glaube, dieses Thema Datenqualität ist ein sehr wichtiges und sehr spannendes Thema. Und von daher hoffe ich, dass es auch ein bisschen unterhaltsam in diesem Vortrag wird, kurz vor der Mittagspause, immer sehr schwierig. Gut, gucken wir mal, dass wir verletzungsfrei zum Ziel kommen. Auch das ist in dem Sommer passiert, also es ist kein gefaktes Bild. Es war aber nicht beim Bergsteigen, nur beim Trampolinspringen. Von daher war die Ausrüstung schon perfekt und es ist nicht aufgrund schlechter Ausrüstung passiert, sondern unachtsam beim Trampolinspringen. War nach 12 Tagen auch wieder geheilt, die Wachstumsfuge am Knöchel. Bei so Kindern geht das ja relativ schnell. Wir wollen aber heute darauf achten, dass Sie nicht solche schnellen Veränderungen haben in Ihrer Datenqualität, sondern langfristig gute Daten haben. Und deswegen gucken wir mal darauf, was müssen wir eigentlich tun, um gute Daten zu bekommen. Fangen wir mal an. Datenqualität in Ihrem Unternehmen. Wer hat denn Top-Datenqualität? Gibt es hier irgendjemanden, der sagt, meine Daten sind wirklich super und perfekt? Okay. Es zeigt keiner auf. Wundert mich nicht. Wer hat denn Probleme mit Datenqualität bei Ihnen im Unternehmen? Okay, so vorsichtig. Ist keine Schande, wenn Sie jetzt aufzeigen. Sie sind in guter Gesellschaft. Es sind wirklich viele auch hier im Unternehmen, die wirklich mit Daten auch kämpfen, mit schlechten, unvollständigen Daten, und es ist auch eine Riesenarbeit, diese Daten wirklich auf Stand zu bringen und noch wichtiger, sie auch auf Stand zu halten. Ja. Gibt es denn bei Ihnen im Unternehmen auch Datenqualitätsrichtlinien, wer sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat? Hat jemand das bei Ihnen im Unternehmen? So ein bisschen kam vorsichtiges Zögern. Und das ist ein wichtiger erster Schritt, also finde ich klasse, dass Sie da sowas im Unternehmen auch haben. Und das ist wirklich ein Schritt, weil Datenqualität, wann ist die denn gut? Das muss man erstmal definieren. Ja? Und wenn man das nicht definiert, dann kommt da irgendwas bei rum. Und das finden wir eigentlich heute in ganz vielen Unternehmen, dass es noch nicht mal diese Richtlinien gibt. Ne? Wann ist ein Langtext wirklich ein guter Langtext? Ne? Was muss er beinhalten? Wie muss er geschrieben werden? Das sind Dinge, die muss man mal definieren, weil Sie würden einen anderen Langtext schreiben als Sie wahrscheinlich, ne? Weil jeder macht das ja ein bisschen anders. Auch da muss klar sein, was muss da drin vorkommen, welchen Aufbau haben solche Texte. Und man kann nicht einfach sagen, 30 Zeichen ist ein guter Langtext und 100 Zeichen ist noch ein besserer. Ne? Das wäre zu einfach und zu schlecht. Aber heute ist es oft in Unternehmen, dass man einfach mal so prüft, ist er lang genug, und das war es dann. Ja? Und gute Qualität ist natürlich auch, sind Rechtschreibfehler in diesen Texten drin, sind auch die korrekten Informationen drin, sind auch technische Details in diesen Texten auch korrekt drin, die sich mal verändert haben. Auch das sind Dinge, es ändert sich auf Feldern, wirklich technische Details. In Langtexten vergisst man diese aber nachzuziehen.
Und heutige Systeme können das auch über Variablen dann automatisiert auch direkt ersetzen, wenn der Einzelwert mal verändert worden ist. Also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass Sie Datenrichtlinien wirklich definieren in Ihrem Unternehmen. Das ist der erste Schritt, den Sie eigentlich für gute Datenqualität starten müssen. Dann ist ganz wichtig, die Daten, die verdoppeln sich alle 2 Jahre aktuell, wirklich eine Verdopplung der Daten im Unternehmen. Und auch ganz wichtig, viele Bestandsdaten, die heute existieren, und wir reden da über Stammdaten, häufig verändern sich. Also Kontaktadressen verändern sich, Leute ziehen um, Kreditkarten laufen ab für Transaktionen, ne? Sie kriegen eine neue Kreditkartennummer. Alles das muss sich auch immer wieder verändern in den Daten. Also Daten sind völlig statisch. Auch bei Produkten verändern sich Daten, weil sie neue Produktzyklen haben, kleine Innovationen in den Produkten drin. Auch hier gibt es immer wieder Veränderungen, die Sie auf Stand halten müssen. Also es ist wirklich ein Trugschluss zu sagen, einmal gute Datenqualität für immer. Nein, Sie müssen permanent dranbleiben, diese Daten auf Stand zu halten. Und diese Verdopplung ist wirklich Wahnsinn, wie viele Produkte, wie viel Vielfalt von Produkten heute existiert, also Variationen. Wenn Sie mal 10, und ich mache das wirklich schon seit über 20 Jahren, wenn Sie zurückgucken auf Sortimente von Unternehmen, die waren früher noch deutlich kleiner, die wachsen und wachsen jedes Jahr in einer Vielfalt, in einer Variantenanzahl. Es ist wirklich Wahnsinn. Gucken Sie alleine im Automobilbau, wie viele Modellreihen und Linien es heute gibt. Früher gab es so ein 3er BMW, ein 5er BMW, ein 6er, ein 7er, das war dann auch schon das Maximum. Heute haben Sie die X-Serien, die Serien mit den Zahlen, die laufen schon von 1 bis 8. Und dann haben Sie noch die I-Serien als Beispiel, wenn wir bei dem bayerischen Motorenbauer bleiben. Also auch da eine riesen Variantenvielfalt, und das findet sich auch in Ihren Daten mit Sicherheit auch wieder. Deswegen ist wichtig, dass dieses Gewitter hier am Achensee, ist auch ein Bild, was ich gemacht habe, es war wirklich schwarz-finster, dass das bei Ihnen auch nicht so finster werden wird in Zukunft. Ja, deswegen, Stammdaten verändern sich, bleiben Sie trotzdem dran an den Stammdaten, weil sie sind nicht statisch, und wirklich passen Sie auf die Doubletten, die auch im Unternehmen sind. Ganz häufig haben Sie das bei Kontaktadressen, da geht ein Kontakt zu einem Outlet-Store zu einem anderen, Sie haben zweimal verschiedene Daten, die müssen Sie wieder harmonisieren, zusammenbringen. Das sind ganz wichtige Dinge, die Sie im Unternehmen gestalten müssen. Aber auch mit Standorten haben Sie oft verteilte Daten. Sie kaufen Unternehmen dazu, Sie müssen ähnliche Produkte integrieren. Also da gibt es eine Riesenarbeit, dass Sie wirklich hier diese Doubletten eliminieren und den Single Source of Truth letztendlich in Ihren Daten haben. Gut, wie erkenne ich eigentlich diese schlechten Daten in meinem Unternehmen? Und das ist, glaube ich, der erste Schritt. Das ist wie in der Psychologie. Wenn Sie nicht erkennen, dass Sie ein Problem haben, werden Sie es nie angehen. Ja? Also Sie müssen erstmal entscheiden und wissen, ich habe nicht die guten Daten, die ich eigentlich brauche. Und da habe ich einfach mal so ein paar Möglichkeiten mitgebracht, wie man das erkennen kann. Und das sind so erste Symptome. Kontakte sind wirklich mehrfach in den Systemen drin. Sie haben vielleicht veraltete Daten, ob das jetzt Kontakte, Kreditkartendaten sind oder auch Produktinformationen. Alles das kann entsprechender Hinweis sein, dass die Datenqualität ist. Eine Rückläuferquote ist aufgrund schlechter Datenqualität im Commerce zum Beispiel einer der größten Gründe, warum die Rückläuferquoten zu hoch sind. Datenqualität. Sie bestellen etwas, da ist das falsche Bild, die falsche Farbe drauf, die falsche Produktbeschreibung oder schlecht beschrieben, wie Größen entsprechend ausfallen. Schon geht die Rückläuferquote um 5 bis 10% nach oben. Es ist ein Riesenbetrag, der Ihnen dadurch entgeht, weil diese Kosten tragen Sie in der Regel immer als versendendes Unternehmen. Und das Zweite, Umweltschutz, Umweltbewusstsein ist auch für Rückläuferquoten natürlich sehr schlecht. Auch Kundenbeschwerden, die Kundenzufriedenheit sinkt auch deutlich aufgrund dieser Daten. Und wenn Sie einmal Erfahrung gemacht haben mit schlechten Qualitäten, werden Sie bei diesem Online-Versender auch zukünftig nicht mehr bestellen, vermutlich, sondern bei dem Marktbegleiter. Auch strategische Entscheidungen fallen oft schlecht aus, wenn die Datenqualität nicht stimmt, wenn Sie nicht einheitliche Strukturen haben, wie Sie reporten, nicht erkennen können, dass ähnliche Produkte zusammengehören, können Sie als Unternehmen auch schlecht entscheiden, wie gestalte ich mein Sortiment in Zukunft. Ja? Auch das sind Punkte, wo Sie sofort sehen, wenn die Datenqualität schlecht ist.
Gucken wir mal weiter. Ich habe noch ein paar Punkte mitgebracht. Auch die Mitarbeiter beklagen sich über schlechte Datenqualität. Also eine Unzufriedenheit kommt auch sehr schnell auf. Man muss immer wieder Änderungen machen. Jetzt ist der Printkatalog gedruckt worden. Wir sind heute auf dem Print-Event und ich mache die Änderung schon wieder beim nächsten Druck. Ja? Das wird einfach bei Ihnen dazu führen, dass die Mitarbeiter sehr, sehr unzufrieden werden. Und von daher auch eine wichtige Geschichte, dass Sie hier kontinuierlich die Qualität halten und nicht immer wieder den Fehler erneut in den Daten mit reinbringen. Aber auch das Cross-Selling und Upselling ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Habe ich diese Daten nicht gepflegt, sind die nicht verfügbar, mache ich weniger Umsatz über Zubehör, über ähnliche Produkte. Also hier auch eine ganz wichtige Komponente. Wenn ich diese Datenqualität erhöhe, habe ich einen deutlichen Zuwachs im Umsatz. Das dürfen Sie wirklich nicht unterschätzen. Das sind hohe zweistellige Zuwachsraten, die Sie dadurch erzielen können. Dann haben wir auch gesetzliche Vorgaben. Ist ein Thema, ob das Adressdaten sind, wo Sie gesetzliche Vorgaben haben, aber auch Produktdaten, gerade im Sicherheitsbereich gibt es da sehr viele gesetzliche Vorgaben. Wenn Sie die nicht erfüllen, haben Sie auch empfindliche Strafen, die auf Sie zukommen können. Im Falle einer Reklamation oder sogar eines Datenverlustes oder eines Angriffs. Von daher auch ganz wichtig, dass Sie hier auch entsprechend diese Richtlinie unterstützen, auch immer wieder prüfen, dass wir hier mit korrekten, guten Datenqualitäten umgehen. Dann auch ganz triviale Dinge im Lagerbereich, werden oft Ersatzteile doppelt gehalten, weil sie mit ähnlichen Nummern versehen sind, falschen Texten und dann wirklich mehrfach im Lager sind, teure Lagerkapazitäten halt doppelt genutzt werden und auch sie einen viel zu hohen Lagerbestand haben. Auch das sind Themen, die oft aufgrund schlechter Datenqualität entstanden sind. Also diese Datenqualitäten, ganz wichtig, sind nicht nur rund um Produktdaten, um ganz viele Datentöpfe herum. Und dafür gibt es heute nicht nur PIM-Systeme, da gibt es auch Data Quality Engines, die letztendlich das auch dann entsprechend unterstützen können. Wir als SQLI, wir werden morgen in einem Vortrag auch mal so eine kleine Live-Demo machen von Kollegen von mir. Da können Sie das auch mal anschauen. Das, wie gesagt, geht nicht nur rein auf Produktdaten. Ja? Daten sind ein sehr wertvolles Gut heutzutage. Gut, schauen wir mal auf die Konsequenzen der Datenqualitäten drauf. Was wird denn passieren, wenn diese Datenqualitäten, und wir haben eben so die Symptome gesehen, die entstehen oder wie Sie erkennen können, dass die Datenqualität nicht gut ist. Was können wir denn dafür tun, damit die Datenqualität besser wird und welche Konsequenzen ergeben sich daraus, wenn wir das nicht tun? Beispiel operativer Gewinn. Es gibt wirklich hier Studien, das ist hier von einer Studie herausgefunden, dass 8-12% vom operativen Gewinn aufgrund schlechter Daten Ihnen verloren gehen. Das ist für einige Unternehmen ist das oft der Gewinn, den man so pro Jahr vielleicht versucht zu erreichen. Wenn Sie den einfach weggeben, dann hätten Sie den doppelten Gewinn möglicherweise in Ihrem Unternehmen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, es geht wirklich an Ihren Ertrag, an Ihren Gewinn des Unternehmens. Ein anderes Beispiel, hier eine Schätzung von IBM in den USA geschehen, dass wirklich 16% vom Bruttoinlandsprodukt in den USA, und das ist kein kleiner Betrag, da reden wir von mehreren Milliarden, also ungefähr etwa 20 Milliarden US-Dollar, die wirklich aufgrund schlechter Datenqualität an Kosten wirklich entstanden sind. Ja? Also das ist kein kleiner Betrag, also es ist riesig aufwendig, diese Korrekturen von schlechten Daten, es ist wirklich immens aufwendig, die Sie gestalten. Und das Schlimme daran, immer wiederkehrend. Es ist selten, dass man nur einmal diese Kosten beträgt, sondern dass es wirklich wiederkehrende Kosten sind, weil man die Datenqualität nicht kontinuierlich im Griff hat. Und die Unternehmen, die heute schneller wachsen oder sehr schnell wachsen, sind eigentlich die Unternehmen, die Daten gut handeln können. Die eine tolle Architektur im Unternehmen haben, die guten Austausch mit verschiedenen Systemen haben, hier auch solche Dinge gestützt erkennen können, weil Sie als Anwender, Sie haben kaum eine Chance, dass Sie die Datenqualität von 100.000 Artikeln immer überwachen können. Hier muss eine wirklich gestützte Qualitätsanalyse stattfinden, dass Sie nur sich mit den Daten beschäftigen, die unvollständig, die nicht gut sind, quasi wie so eine Ampelfunktion, grüne Daten gehen einfach durch,
Regeln wirklich entscheiden. Das sind die, die rot sind, werden sofort auf sie gesetzt, dass sie daran arbeiten müssen. Und die gelben ist eine Entscheidung von ihnen, wie hoch ist die Priorisierung für diese Daten. Und die Unternehmen, die sowas im Griff haben, die wachsen heute wirklich mindestens zweimal so schnell wie andere Unternehmen. Das sind oft auch sehr neue Unternehmen, die noch nicht so ganz lange am Markt sind, die eine tolle IT-Architektur haben, wo sich Unternehmen sehr schwer tun, wenn sie schon lange im Einsatz sind, sehr heterogene Architekturen haben, vielleicht auch ein paar Fürsten im Unternehmen, die auch keinen dran lassen wollen an die Integration von solchen Systemen. Da tut man sich sehr schwer. Und da können eigentlich Berater von außen Ihnen helfen, aufzeigen, wo hier diese Probleme sind und was man dagegen tun kann, weil Sie intern vermutlich das gar nicht gelöst bekommen, weil Leute halt ihr Baby auch so ein bisschen intern schützen. Da können wir wirklich Ihnen auch gerne helfen bei solchen Dingen. Also wichtige Punkte, Sie können mehr Marge generieren. Sie werden auch schneller wachsen als der Wettbewerb, wenn Sie viel Fokus auf Ihre Daten legen. Natürlich ist wichtig, dass wir auch die richtige Ausrüstung haben. Wie beim Klettern, gut gesichert, Helm, Seil, die richtigen Schuhe, damit man sich da auch nicht verletzt in dieser Wand. Und das ist auch ganz wichtig für Sie, hier gute Ausrüstung zu haben. Und da fangen wir mit dem höchsten Gut eigentlich an. Und das sind die Mitarbeiter. Ja? Ohne die Mitarbeiter werden Sie nie gute Datenqualität bekommen. Da können Sie so viel Hochleistungsprozessoren oder Hochleistungstrottel, nenne ich sie auch gerne, in ihren Keller, in ihren IT-Schrank stellen, die werden diese Datenqualität nicht bekommen, weil Sie als Mitarbeiter, Sie müssen dafür sorgen. Und diese Mitarbeiter, ich bleibe nochmal auf den Mitarbeitern, ist hier auch wichtig, dass Sie vielleicht auch neue Rollen in den Unternehmen schaffen. Ja, es gibt, haben Sie heute einen Datenqualitätsbeauftragten, irgendeiner von Ihnen im Unternehmen? Sehr gut. Einmal hier vorne, aber einer von ganz vielen. Ja? Das heißt, es hat gar keiner vermutlich in den anderen Unternehmen die einzige Verantwortung, und das muss keine Vollzeitstelle sein, aber diese Rolle, ich bin verantwortlich für die Datenqualität im Unternehmen. Ja? Und das muss man sensibilisieren, dass Sie wirklich Mitarbeitern diese Verantwortlichkeit geben. Wie gesagt, das kann auch ein Tag pro Woche sein oder zwei Tage pro Woche. Das muss kein Vollzeitjob sein. Aber diese Verantwortlichkeit und diese Rolle, dass zum einen hier auch diese Datenqualitätsrichtlinien erstellen, zusammen mit dem Produktmanager, mit dem Einkauf, wer bei Ihnen auch immer verantwortlich ist für die Produktdaten. Und im nächsten Schritt natürlich auch über entsprechende Regelwerke in den Systemen, dass das auch unterstützt wird von den Rechnern, die Sie im Einsatz haben, von der Software, die Sie im Einsatz haben. Das ist ganz wichtig, KPIs auch aufbauen, an denen man das messen kann. Und dann sind wir auch beim nächsten Schritt in den Prozessen, dass Sie anfangen, Prozesse zu verändern und zu verbessern und dann auch prozessgetrieben in diese Qualität reingehen. Das ist ein wichtiger Schritt bei Ihnen im Hause. Dass Sie über Dashboards zum Beispiel arbeiten, wo Sie letztendlich jeden Morgen aufgezeigt bekommen. Da ist ein Set an Daten, der einfach schlecht ist. Aber dann auch direkt, Sie können draufklicken und über wenige Klicks sagt Ihnen auch das System, was zu verbessern ist, was kann man vielleicht an Massenbearbeitung anbieten, damit man auch in einem Aufwasch auch mal 1000 Datensätze vielleicht mal ergänzen kann oder auch individuell an einem Datensatz was verändert. Also hier wirklich Daten-Dashboard getrieben letztendlich sich reindrillen kann in die unterschiedlichen Ebenen der Systeme. Und dazu gehören Prozesse und die Prozesse sind auch nicht nur, dass es so einen Klickprozess gibt, wir müssen auch kontrollieren. Das hört man nicht gerne, aber auch das, Eskalationen müssen auch in diesem System abgebildet sein, wenn ein Mitarbeiter mal nicht funktioniert oder eine Mitarbeiterin, das ist eigentlich der häufigste Fall, einfach erkrankt für 2 Wochen, darf die Arbeit eigentlich nicht liegen bleiben. Ja? Dann müssen Eskalationsprozesse aufzeigen, diese Aufgaben an andere Mitarbeiter verteilen im Unternehmen oder auch dann den Vorgesetzten aufzeigen, hier haben wir ein Problem, wie kriegen wir diese Probleme gelöst, damit wir kontinuierlich an den Datenqualitäten weiterarbeiten können. Weil wenn Sie es ganz lange liegen lassen, wird der Berg so groß, dass Sie den nie in einem Aufwasch in einer endlichen Zeit wirklich abgearbeitet bekommen,
Von daher ist ganz wichtig, kontinuierlich dabei zu bleiben und immer wieder in kleinen Schritten mit wenig Aufwand Dinge zu verbessern. Das macht auch viel mehr Spaß, als ein Jahr lang wirklich Daten zu bereinigen. Das ist wirklich was für Leute, die Vater und Mutter erschlagen haben, vermutlich. Das macht keinem Spaß und da halten Sie auch keinen motiviert. Von daher ganz, ganz wichtig, machen Sie es kontinuierlich, dann sind das vielleicht immer nur jeden Tag 2 Stunden Arbeit an den Daten zu verbessern, als permanent. Also Prozesse, ein ganz wichtiger Punkt, aber auch so Dinge, Eskalationsprozesse, denken Sie drüber nach. Und das Dritte natürlich auch, ich brauche Systeme, weil ich will nicht händisch alles wirklich manuell tun. Und hier haben wir jetzt glücklicherweise auch viele Systeme, die heute schon mit gestützten Regelwerken arbeiten können, die wirklich relativ intelligent sein können oder angelernt werden können. Das ist auch ein wichtiges Thema. Anlernen kann ich aber nur aufgrund von Erfahrungswerten. Also ich brauche hier wirklich auch Mitarbeiter, die wirklich sich mit diesem Thema auskennen, wissen, wo gibt es Qualitätsmissstände im Unternehmen. Die können diese Regelwerke mit Ihnen zusammen aufsetzen, sie anlernen und sukzessive werden diese Systeme Sie deutlich unterstützen. Und auch ganz wichtig, dass Sie Systeme haben, wo Sie in Masse auch Dinge verändern können. Das ist unheimlich wichtig heutzutage. Wie gesagt, Sie können nicht 1000 Datensätze, Einzelwerte pflegen. Sie können auch 1000 Datensätze in einem Aufwasch mit einem neuen Wert zum Beispiel belegen. Aber auch Dinge, Farben gibt es heute in unterschiedlichsten Ausprägungen. Da gibt es das Pink, da gibt es das Hellrosa, es gibt das Dunkelrosa und noch ganz viele andere. Magenta Blau und solche Magenta Pink gibt es zum Beispiel, also ganz viele Bezeichnungen. Auch das kann heutzutage über Automatismen normalisiert werden, dass man aus all den verschiedenen Farbtönen und Farbtypen einfach sagen kann, okay, das ist jetzt einfach Pink, Punkt. Ne? Egal wie dieser Farbton heißt, den habe ich zwar in der Detaildarstellung später immer noch in meinen echten Bezeichnungen, aber ich kann suchen im Online-Shop später nach Pink und werde auch Magenta finden, werde auch Hellrosa finden als Beispiel. Und das sind Dinge, die können heute Systeme vollautomatisch für Sie auch generieren. Also nehmen Ihnen hier wirklich intensive Arbeit auch ab. Gut, dann wichtig, richtigen Mitarbeiter. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, also schauen Sie wirklich an die Rollen auch im Unternehmen. Das werden neue Funktionalitäten sein, neue Verantwortlichkeiten sein. Sie werden auch in der Technik vielleicht mal Mitarbeiter benötigen, die andere Dinge tun als bisher. Und da können wir Ihnen auch sehr viel helfen, ein bisschen aufbauen. Wie kann man solche Rollen auch schaffen? Was brauchen wir da für Profile oder Sie für Profile auch in den Unternehmen? Und das Wichtigste ist, dass Sie dann diese Mitarbeiter auch wirklich top onboarden. Aber vergessen Sie auch nicht die Mitarbeiter, die zum Beispiel wirklich die Daten auch später pflegen, also neue Produktdaten erstellen. Wenn Sie die alleine lassen mit einer Benutzeroberfläche, kann ich Ihnen auch garantieren, die werden am Ende auch nicht gute Daten dort reinbringen, sondern das, was Sie Minimum machen müssen. Also Sie müssen von vornherein gutes Onboarding der Leute auch dann gestalten, die diese Daten pflegen. Und das muss kontinuierlich sein, weil solche Leute verlassen auch das Unternehmen. Da kommt jemand Neues oder eine Kraft, sowas tut. Machen Sie ein sehr, sehr gutes Onboarding. Und definieren Sie die KPIs auch für diese Leute. Schauen Sie in dem Reporting immer drauf, dass diese KPIs erfüllt werden, die Ihre gute Datenqualität auch wirklich auszeichnen. Prozessen, auch habe ich es eigentlich schon eben ein bisschen erwähnt. Ich glaube, der Fokus insbesondere auf dem letzten Punkt, in den Dashboards, da spielt eigentlich wirklich die Musik, dass Sie datengetriebene Pflegen dann auch erstellen, also sowohl für Neuanlage als auch für die Verbesserung der Datenqualität. Das ist wirklich der Hauptpunkt. Die Leute wollen nicht in ein System gehen und sich selber die Probleme in den Daten suchen. Da kann ich Ihnen garantieren, das wird nicht funktionieren. Das wird aber wahrscheinlich bei Ihnen allen heute so sein, dass aufgrund der fehlenden Rollen, der Verantwortlichkeit, Ihre Leute eigentlich das so, der eine macht es ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, sich mal auf die Suche macht und sagt, wo fehlt denn die GTIN-Nummer zum Beispiel? Oder man kriegt irgendwo aus dem Lager, oh, hier ist ein Artikel ohne GTIN-Nummer, ne? Dann wird es eben nachgepflegt. Aber es wird selten mal wirklich dann intensiv gesucht, bei welchen anderen Artikeln fehlt sie denn noch oder wo ist sie denn falsch, weil das kann ich auch prüfen.
anhand von entsprechenden Prüfziffern. Das sind Dinge, wo Sie hier gute Dashboards aufsetzen, wo Sie jeden Morgen Ihren Mitarbeiter und deren Vorgesetzten immer wieder aufzeigen, wie ist die Datenqualität. Und Sie können auch über Monitore an den Wänden auch diese auch mal aufzeigen, verdeutlichen den Mitarbeitern, sichtbar machen. Das ist ein wichtiges Hilfsmittel auch, um Leute vielleicht auch zu motivieren, Incentive ausschreiben für gute Datenqualität. Das ist ein ganz kleines Giveaway, wird aber einen riesen Benefit für Sie bringen. Ihre Datenqualität wird steigen und Sie werden, Sie haben es ja gesehen, Ihre Margen werden erhöht werden, weniger Rücksendequoten, viele, viele Faktoren, die am Ende Ihnen dann helfen, besser zu werden. Dann gibt es ein paar Hersteller dabei. Die sind jetzt alphabetisch sortiert. Ja, Michael freut sich, dass Content Surf ganz links steht. Sie sind alphabetisch sortiert und völlig wertfrei. Mit denen haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen auch gesammelt, die in diesen Bereichen der Datenqualität tolle Sachen bieten, wo wir auch uns als Dienstleister auch sehr viel mit eingebracht haben, um auch diese Datenqualitätsfunktionalitäten auch zu verbessern. Im Falle von Content Surf kann ich auch sagen, haben wir da auch viel zusammen gemacht, sehr viel entwickelt, aber auch mit den anderen Herstellern. Und jeder für sich hat da sehr gute Mechanismen und da wir unabhängig sind, jetzt mit keinem verheiratet von den Herstellern, können wir Sie auch in all diesen Aspekten beraten, ob Sie heute schon Anwender sind oder einfach über Datenqualität auch nachdenken. Und auch ganz wichtig, der eine oder andere Hersteller hat auch wirklich Module, die sind unabhängig von PIM-Systemen. Damit können Sie auch Datenqualitäten in Warenwirtschaftssystemen auch prüfen und entsprechende Dashboards bauen, um diese zu erhöhen. Ja, also von daher, wenn Sie Anforderungen haben, kommen Sie gerne mit uns ins Gespräch. Wir sind ja heute und morgen auch hier und können Sie da auch noch sehr gut beraten, unterstützen, aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt. So, erfolgreiche Datenqualität. Was haben wir für Benefits? Dass wir auch das Lachen in dieses Kindergesicht wieder bekommen mit dem Schmetterling auf der Nase, was vorhin noch den Fuß hatte. Ist natürlich auch wichtig und dass wir Ihnen auch als Unternehmen dann letztendlich dann auch ein bisschen helfen. Sie werden eine Menge Zeit einsparen. Das wird am Anfang sehr viel Zeit erstmal kosten. Sie werden wahrscheinlich viel investieren. Sie da auch ein Nicken. Von der Hoffmann Group, die kenne ich auch, das hat viel Zeit gekostet, die Datenklassifizierung aufzubauen, über 12 Monate hat das gedauert. Aber wenn sie dann steht, erhöht sich schon die Datenqualität immens und es macht sich nach Jahren dann auch echt bezahlt. Das sind Dinge, sie müssen erst investieren, sie werden aber dann viel, viel Zeitersparnis am Ende zurückgewinnen oder aber mit weniger Leuten eine größere Anzahl an Daten auch pflegen können. Auch das ist wichtig durchaus. Das Weitere ist, Sie werden Umsätze erhöhen mit den besseren Datenqualitäten, definitiv. Ja, Sie werden mehr verkaufen, wahrscheinlich auch Produkte aufgrund von Zubehörrelationen, von ähnlichen Produkten, also gerade im Relationsbereich, werden Sie einen immensen Anstieg haben. Aber auch Aktionen, wenn Sie heute ein Mailing machen, einen Printflyer ausdrucken, wir sind ja auf der Printveranstaltung, Print ist ja immer noch wichtig, ne? Man guckt ein bisschen länger drauf als auf diese elektronischen Dinge, hat Horst heute auch gesagt. Und das ist auch wichtig, dass Sie in allen Kanälen, wo Sie Aktionen, Marketingaktionen fahren, auch wirklich Top-Daten drauf haben, dass Sie relevant auch sind, zum richtigen Zeitpunkt auch da sind. Vergessen Sie auch nicht, dass Daten heute eine Art der Experience haben. Also wenn es draußen regnet, muss ich das vielleicht sogar so ein bisschen in das Bewusstsein der Leute, in der Darstellung meiner Daten bringen. Oder mein Fokus der Daten vielleicht eher als Regenschirm, als Sonnenschirm in dem Moment auch machen, in einem Forecast von 5 Tagen mit dem Wetterbericht. Ja. Oder zielgruppenorientiert die Daten ausspielen. Zum Beispiel, wenn ich in einer Gegend wohne, die relativ gut ist oder in einer Gegend, wo relativ viele Arbeiter vielleicht aktiv sind, dann muss ich auch dementsprechend vielleicht High-End-Produkte, günstige Produkte auch unterschiedlich ausstellen. Und das kann ich nur mit guten Produktdaten, wenn ich auch weiß, wofür kann ich sie wann in Aktionen auch einsetzen. Die Motivation ist ein Riesentreiber, wenn ich den Mitarbeitern nicht erkläre, warum ich gute Datenqualitäten brauche, sie auch nicht lobe dafür,
werden sie immer schlechte Datenqualität haben im Unternehmen. Also auch da so eine gewisse Wertschätzung den Mitarbeitern geben, damit diese motiviert sind, wenn sie die Systeme haben, vielleicht auch bonifiziert werden für gute Datenqualitäten, ausgezeichnet werden, dann erhöhen sie hier die Motivation. Es macht den Leuten wirklich auch Spaß dann, diese Fleißarbeit, und es ist wirklich viel Fleißarbeit, auch wirklich zu tätigen. Und es wird einfacher auch sein, das ist ganz wichtig. Ja, und eine Grundlage, die guten Daten für Sie geben, gerade auch fürs Management, Auswertungen zu fahren, Sortimente zusammenzustellen, wie geht es weiter, zukünftige Geschäftsmodelle, die sich vielleicht auch verändern, kann ich nur mit guten Daten, mit guten Analysen auch letztendlich gestalten. Gut. Last but not least, mein letzter Slide für die Demo, bevor ich noch zwei Takte zu SQLi sage. Ich glaube, wichtig ist, Sie müssen erstmal erkennen, dass Sie an der Datenqualität arbeiten müssen. Und ich hoffe, vielleicht konnte ich Sie heute so ein bisschen inspirieren, mal darüber nachzudenken, weil Sie müssen es wollen. Wenn Sie nicht die Datenqualität verbessern wollen, dann wird es einfach so nebenbei so ein bisschen dahin dümpeln. Sie müssen da echt Aufwand erstmal reinstecken. Und wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben, für sich oder eben Unternehmen, das wirklich an die richtigen Stellen getragen haben, dann müssen Sie wirklich verantwortliche Personen benennen, die sich diesen Themas annehmen. Sie müssen vielleicht auch Hilfe von außen vielleicht mitnehmen, die richtigen Systeme auch dafür haben. Das sind alles Randbedingungen, aber Sie müssen die Verantwortlichkeit definieren, ja, die Rolle schaffen, Verantwortlichkeit im Unternehmen. Und dann, wie sind die wirklich Hosen runterlassen, muss schauen, sie sind schlecht und da haben wir ein Problem. Müssen wir ganz offen aufzeigen, da müssen wir auch Leute, gute Leute in ihren Unternehmen haben, die wirklich diese Lücken aufzeigen, die sich sehr gut auskennen mit ihren Produktdaten auch oder ihren Stammdaten, die wir hier betrachten. Und dann gemeinsam mit Ihnen diese Richtlinien definieren, beschreiben, wie müssen Daten aussehen, vielleicht auch Computersoftware gestützt letztendlich auch, nur gewisse Werte lassen, mehr Plausibilitätsabfragen einbauen und anbieten den Anwendern. Das sind alles wichtige Dinge, die wir hier machen müssen und am Ende die Prozesse dann wirklich initiieren und auch weiterverfolgen. Und bitte nicht einmalig etwas tun, kontinuierlich. Auch wirklich gucken, dass diese Prozesse laufen, Prozesse auch nochmal justieren, weil das wird nicht vom ersten Mal gut funktionieren. Sie müssen immer mal wieder ein bisschen so einen Prozess auch nochmal optimieren. Und dann sind Sie irgendwann in so einem Ablauf drin, der wirklich super funktioniert. Und dann kommt auch die Unterstützung, die Automatisierung ins Spiel, die die Softwareprodukte, und Sie hatten da ein paar eben gesehen, auch wirklich Ihnen helfen, anbieten und wirklich dann die Nachhaltigkeit am Ende sicherstellen, weil Sie wollen nicht und Sie dürfen nicht immer wieder die gleichen Fehler korrigieren und korrigieren und korrigieren. Und am Ende, glaube ich, schaffen Sie es oft gar nicht alleine, weil Ihr Tagesgeschäft so hoch ist oder die Akzeptanz vielleicht im Unternehmen auch nicht immer gegeben ist. Wir reden da oft auch über politische Interessenskonflikte in den Unternehmen. Da sind verschiedene Abteilungen, alle haben gewisse Budgets, wenig Zeit. Ich glaube, es ist auch wichtig und gut, dass jemand von außen auch mal aufzeigt, wo sind die Schmerzen, was ist zu tun, welches Budget brauche ich auch, weil das ist ein Invest, das kostet auch Geld. Erstmal diese Datenqualität wirklich auf einen gewissen Stand und nachhaltig, dauerhaft auch wirklich zur Verfügung zu stellen. Gut, somit bin ich erstmal mit den wichtigsten Slides gut durch. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Ich möchte noch mal zwei, drei Worte zu uns sagen. Wer ist SQLi? Wie können wir Sie unterstützen? Wir sind ein internationales Unternehmen an sehr vielen Standorten verteilt in 13 Ländern. Also wir kennen nicht nur so lokale Problematiken oder besondere Normen hier in Deutschland, wir kennen das auch in anderen Ländern, wir kennen auch die Kulturen in anderen Ländern. Wir sind ja sehr strukturiert in Deutschland unterwegs, in den Nachbarstaaten ist man ganz anders unterwegs. Auch das ist oft schwierig, international Datenqualitäten dann zu definieren. Da können wir, glaube ich, auch mit unseren eigenen Erfahrungen, sowohl intern als auch mit unseren Kundenerfahrungen hier viel unterstützen. Wir sind über 2100 digitale Experten von Entwicklern, also in allen Rollen letztendlich verfügbar. Unsere Kunden ist nur ein Auszug aus Kunden, national und international. Sie finden hier wirklich vom Hersteller bis zum Großhändler
alle möglichen Kunden dieser Welt. Den einen oder anderen kennt man auch ganz gut vom Namen. Miele kennt man vielleicht von Staubsaugern, den E-Technik-Geräten, aber auch Hans Grohe kennt man sehr gut von den, als Erfinder der Duschbrause, wer es vielleicht nicht weiß. Also Hans Grohe ist der Erfinder des Duschkopfes und heute auch im Hause hier, nämlich da. Deswegen habe ich mein Wissen, was schon ganz viele Jahre alt ist, hoffentlich richtig wiedergegeben. Und ja, interessante Kunden und alle haben Probleme in diesen Bereichen und ich kenne einige Kunden, die da echt schon sehr fortschrittlich unterwegs sind und freut mich auch, dass das nachhaltig auch nach so vielen Jahren immer noch, ja, immer wieder erweitert wird, verbessert wird und wir auch gerne zusammen als Partner Ihnen zur Seite stehen. Vielen Dank. Dankeschön.